Da sind sie wieder. Mit der ersten Sonnenstrahlen beginnt die Pollenflugsaison. Von März bis September verteilen Bäume und Gräser Samen und Blütenstaub in der Luft. Während sich die meisten Menschen auf den Sommer freuen, sorgt die gelbe Plage nicht nur auf Autodächern für Ärger. Denn insgesamt leiden rund 13 Millionen Deutsche an allergischer Rhinitis, im Volksmund auch Heuschnupfen genannt. Für sie ist der Spaziergang durch den Park kein Vergnügen. Die Augen tränen, die Nase läuft, eine Packung Taschentücher wird zum ständigen Begleiter. Bei Betroffenen reagieren die Schleimhäute allergisch auf die Pollen. Typische Symptome sind Husten, Niesen und Augenjucken. Im schlimmsten Fall hilft nur der Gang zur Apotheke. Augentropfen und Nasenspray können die Beschwerden lindern. Ein Wundermittel gegen den Heuschnupfen gibt es bisher nicht. In manchen Fällen hilft jedoch eine besondere Immuntherapie. Dann ist auch der Spaziergang im Park wieder möglich.